So, hallo, heute ist der 8.6. Es ist 14 Uhr und ich war gerade bei der, heute ist Montag, wie heißt die? Hausärztin, nicht wahr? Und normalerweise nimmt sie sich Zeit, schreibt Dinge auf. Dieses Mal hatte sie keine Zeit. Naja, gut, es ist ja 12 Uhr, kurz vor 12 gewesen. Da waren noch Leute da, die man abfertigen musste. Ne? Ja, immer wieder schnell, schnell, schnell. Habe ihr alles erklärt, was Sache, was vorgefallen ist mit der Heilpraktikerin und so weiter. Und ich glaube nicht, dass es weitergehen wird mit der Heilpraktikerin. Ne? Ich habe der Heilpraktikerin, falls ich das noch nicht erwähnt habe, ja, einen Brief geschickt, weil die E-Mail zurückkam, nicht wahr? Und da habe ich da einige Sachen in Frage gestellt. Und dann heute um ungefähr 10 Uhr habe ich hier angerufen. Und es hat am Anrufbeantworter gesagt, dass es eine Praxis, eine Privatpraxis ist. Und sie sagte, dass diese Privatpraxis, da wohnen noch andere Leute da. Also ich habe in dieser Privatpraxis kein Wohnzimmer, keine Küche und kein Schlafzimmer gesehen. Die Türen, die da waren, waren praxisbedingt. Okay? Und wo sie ihre da andere Sachen hatte, die man da mischen muss, was auch immer. Ja, die Toilette war auch so eine Art Gästetoilette. Nicht einmal einen Spiegel hatte sie. Also ich glaube kaum, dass sie dort wohnt. Sie hat außerdem noch eine andere Praxis oder sie hatte eine andere Praxis noch woanders in Deutschland. Ich denke mal, sie wohnt wo extra. Aber sie will mich nur einschüchtern, okay? So, ich habe sie dann angerufen und habe ich gesagt, dass dieses Doxycycline, was sie mir verschrieben hatte, gegen diese Borreliose, ich nicht einnehmen werde, weil ich das damals schon genommen habe, vor einem halben Jahr. Es hat nichts gebracht gegen die Borreliose, es hat nichts gebracht gegen Staphylococcus aureus Infektion. Ich nahm dieses Eremit oder sowas, Eremet, keine Ahnung, 300 Milligramm, zweimal täglich, dieses Antibiotikum. Wirkstoff ist Rifamycin, aber dieses Eremit oder Rifamycin darf man nicht man darf es nicht alleine einnehmen. Man muss es mit einem weiteren Antibiotikum mit einnehmen, damit diese Staphylococcus aureus Infektion verschwinden kann. Vielleicht sogar die Borreliose verschwinden kann, ne? Aber wir wissen ja die Geschichte. Damals der Hausarzt, der wollte mir kein zweites verschreiben, weil sie haben doch ja schon eins. Die verarschen mich, oder? Die haben den Bericht vor sich, da steht genau das, was da steht. Also bin ich der Einzige, der nur lesen kann. Ne? Und das habe ich hier per Telefon jetzt übermittelt und auch gesagt, hey, Anrufbeantworter, ja, das ist private Praxis. Also ist das ihre Praxistelefonnummer und nicht privat. Ich wette, sie wird das benutzen als gegen mich. Tja, wenn sie meine Medikamente nicht einnehmen wollen, dann können wir nicht so zusammenleben oder zusammenarbeiten. Die Medikamente, die sie mir bis jetzt verschrieben hatte, dieses gegen Schmerzen verursachte Juckreiz. Und beim Wasserlassen konnte man kein Wasser lassen. Ganz toll, nicht? Dann dieses Antibiotikum, das sie verschrieben hatte, weiß sie jetzt gerade auch nicht, das habe ich ja in ein paar Clips zurück erwähnt. Das hat nur haufenweise von Juckreiz verursacht. An Armen, an Beinen, überall am ganzen Körper. Ich war, kann sogar Schwellungen verursachen. Ich war lebensbedrohliche. Also, dass sie mir sowas verschreibt, das ist. So war ich heute, wie ich sagte, bei der Hausärztin, Gemeinschaftspraxis. Und ich habe ihr erzählt, was da passiert ist mit der Apotheke. Mit den Kompressen, die sie mir aufgeschrieben hatte, die waren so ungenau. Ich hatte heute dieses Mal dieses Label dabei, nicht wahr? Wie sie sein sollte. Und ich habe ihr auch gesagt, eventuell kann sie mir 10 bei 20 Zentimeter aufschreiben, die Länge. Weil wenn es 10 bei 10 ist, dann muss ich sie für diese Größe von meinem Verband, was da hinten ist, das ist ein bisschen groß, weil hier unten muss ich halt das auch abdecken. Ne? Ich hoffe, ihr habt es gesehen. So, deswegen muss ich den Verband. Habe ich gerade keinen hier zum Ding. Zum Beispiel. Okay, ich muss es auch so zeigen. Also, dieses Verband muss ich dann aufklappen und nochmal aufklappen. Also so. Aufklappen und nochmal runterklappen, damit ich die Unterseite auch erwische und dann entsprechend zu einer Form falte und dann mit diesen Bändern da
so klein geschnitten, so eine Form zusammenbringe, so wie das da hier. Ne? So sieht es dann aus, zusammengefalten. Und davon brauche ich ja dann 3 Kompressen. Ich nehme 2, die guten, die mir langsam ausgehen. Ne? Das schaut jetzt halt so aus, die gehen mir zu Ende. Und das sind die nur zweilagig, zweimal gefaltene. Von denen habe ich noch eine Schachtel. Die haben ziemlich viel Fussels, ne? Also Morgeons. Ne? Und heute konnte ich ja eine ergattern, das, was die mir in der Apotheke schlecht verschrieben haben, ständig. Das ist dasselbe Zeug. So habe ich ihr das gezeigt. Hier das Label, was ich da möchte. Sie musste erst einmal nachfragen, ob das überhaupt die Kasse übernimmt. Ja, sie übernimmt. Wisst ihr, wie viele die mir verschrieben hatte? Also die ist von damals, vor letzter Woche, weil die ständig Scheiße gebaut haben in der Apotheke, haben ja auch nichts richtig bekommen, obwohl es richtig geschrieben war. Nicht wahr? Es ging ja darum hier, ne? Es soll eine Kompresse sein und keine gesplittene Kompresse. Was haben die gemacht? Eine gesplittene. Also die lesen die heute überhaupt noch was? Wenn die Medikamente bekommen, damals genauso. Das ist eine Schmerzmedikament. Haben sie auch bekommen. Und weitere Medikamente wurden ihnen per Kurier angeliefert in so Plastikkästen. Dann schaut man, normalerweise hat man alles rausgenommen, weil das sind Bestellungen, ja? Die Deppen haben tatsächlich meine Bestellung drin gelassen. Und das haben sie dann so zurück zum Großhändler geschickt. Und der hat dann gesagt, hey, hör mal, hören Sie mal, Sie haben ja ein Medikament vergessen. Sagt mal, sind die alles total verblödet in der Apotheke? Ist es der Corona, der sie so total abgefuckt hatte? Oder hat? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, hier war ich ja bei meiner jetzt Hausärztin, also die ich mehr vertraue als die anderen. Diese Schachtel, das ist ein Rezept. Und heute, weil ich das Richtige gebracht habe, das Label und so weiter, habe ich wieder eins bekommen. Ne? Wisst ihr, nur eine Box, eine Schachtel, das sind 25 mal 2 Kompressen. Ja? Und ich verbrauche da, schauen Sie mal, das da hier, wo ich jetzt angefangen habe, das ist schon so gut wie weg, die guten hier. Nach 3 Tagen ist das so gut wie weg. Weil wenn die Eiter nicht da war, hat es 5 Tage lang gedauert, damit, so 5 Tage lang hatte ich so eine volle Kompresse. Also die war halt dann weniger, ne? Aber das hier, weil jetzt dieser Eiter jetzt da ist, das tue ich jede 4 Stunden, tue ich das wechseln. Ich schlafe gar nicht mehr. Jetzt war ich ja wie bei der Ärztin und weil ich halt getragen habe meine Jacke, weil es kalt ist, der Collar, der ran hatte, hatte ja da dran gedrückt und das verursacht dann auch schon ein bisschen, wie heißt das, brennen ein bisschen, ja, weil Kontakt, ne? Und dann jetzt müsste ich sie theoretisch auch wieder auswechseln, nach 2 Stunden wieder auswechseln. Ich bin nur noch am Auswechseln, okay? Ich benutze auch dieses, nicht nur dieses, wie heißt es, Wundspülmittel, heißt es ja, Wundspülung, genau so heißt es, Wundspülung von dieser Firma, ist sehr gut, 350 Milligramm, bei der Apotheke 16 Euro, okay, 17 Euro, so ist es, wenn man Glück hat online, bekommt man das günstiger und dann bestellt gleich mehrere Flaschen und ich tue das tröpfelweise, ne, ich tue das so halten, so, auf den Nosel, wo vorne ist die Spitze, und ich lasse es so wie immer runtertöpfeln, ein bisschen über die Wunde, nicht wahr? Das Zeug ist scheiß teuer, nicht wahr? Das brennt genauso. Und dann gibt es noch von derselben Firma, gibt es dieses Wundgel, Akut-Wundgel heißt es. Hier, so schaut es aus, nicht wahr? Rückseite, so. Und das ist ja gegen, lindert den Schmerz, reinigt, befeuchtet und kühlt. Ja, das tut es, ja klar. Alternativ noch das da hier, dieses Septikum, was immer, muss man drauf sprühen. Also, ich habe nur noch, es eitert ständig, okay? So, jedenfalls, ich habe ihr erzählt, dass dieses Tilidin, was sie mir verschrieben hatte, hat gut gewirkt. Ja? 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 Und ich habe es am 4.6. gekauft. Und am 7.6. hat es angefangen, an meinen Fuß-Ankles oder Fußdinger da zu jucken. Ich denke mir, das gibt's doch nicht. Ich schaue im Beipackzettel nach, habe ich schon erwähnt. Es steht nichts von Juckreiz da. Also es steht dort, da sollte irgendwelche Nebenwirkungen passieren da, die nicht dort stehen, soll man erst den Arzt oder Apotheker oder der Firma, ne, zu mailen, dass das denn der, die Ding,
vorgekommen ist. Wie ich schon gesagt habe, in den letzten Clips oder so irgendwo, der Apothekerin habe ich genau das Gleiche gesagt, nicht wahr? Damit sie das aufschreibt, entweder bei mir oder ihren Hersteller das erwähnt. Die hat mich angesehen wie, sprechen Sie Deutsch? Oder sprechen Sie Chinesisch? Ich verstehe Sie gerade nicht. Und genau heute war das Gleiche. Der Hausärztin habe ich das auch gesagt. Die hat mich so angesehen, so wie, was sagen Sie da? Was soll ich jetzt machen? Also im Beipackzettel steht genau das, was ich tun sollte. Ich habe das getan. Und das ist auch schlecht, oder? Gut. Ich habe jetzt erzählt, nach 3 Tagen fängt der Juckreiz an. Sie hat mir eins verschrieben, ja, es ist ja noch nicht ausgeschöpft, deswegen, ich habe ja mal erwähnt, Cannabis hat keine Nebenwirkungen. Man wird auch eventuell, man wird entspannt, vielleicht wird man sogar müde davon, Cannabis, nicht wahr? Es hilft gegen Schmerzen, Schmerzpatienten, das bin ich gerade, hm? Ziemlich lange, es brennt wieder, ich muss es wieder wechseln, shit. Und ja, es hat keine Nebenwirkungen, soweit ich weiß. Ich muss das Zeug nicht rauchen. Man kann es nämlich auch in den Mund sprühen, ne? So eine Art Sprühflasche. So, das heißt nicht, jetzt bin ich süchtig auf Cannabis, nicht wahr? Ich will halt nur, dass der scheiß Schmerz aufhört. Ich will, dass ich endlich müde werde und lange schlafen kann, durchschlafen kann. Denn das ist das Problem. Ne? Ich schlafe auf der rechten Seite, weil die linke Seite verursacht Druck. Und dann verklebt sich das alles. Wie in den letzten Videos, wo ich das gezeigt habe, wo ich das gefilmt habe, wie sich das verklebt hatte, wie ich das runterziehe, okay?